Hallo, hier ist Martin Schröer von D20 Sounds mit einem kleinen Jahresrückblick. Es ist ein bisschen mehr als ein Jahr, auf das ich zurückblicke, und einem kleinen Ausblick auf nächstes Jahr. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Ich habe irgendwie im November die ersten Songs hochgeladen, habe mich so ein bisschen zurechtgefunden auf Facebook bei den Rollenspielgruppen und bin erstmal hängen geblieben und besuche die immer noch gerne, D&D Germany. Das ist eine tolle Truppe mit Butzi und Niki und Max und ja, sehr wertschätzend da halte ich mich gerne auf. Was habe ich noch gemacht dieses Jahr? Ja, ich habe selbst gespielt und habe zum ersten Mal wieder gemeistert und habe dafür angefangen, Musik zu schreiben, weil ich dachte irgendwie, ja, da ist doch nichts Vernünftiges da und das passt alles nicht so richtig. Und deswegen, als ich Lost, Minds of Phandelver gemeistert habe, geliked habe, habe ich dann für jede Szene, die mir wichtig schien, Musik gemacht, Musik geschrieben selbst, und ja, das war für uns als Rollenspielgruppe ziemlich cool. Also die haben das auch sehr genossen, dass dann die passende Musik da war, und es sind auch etwas über 30 Stücke geworden, und das war ein sehr schönes Projekt, mein erstes Projekt. Damit habe ich im November angefangen. Womit ging es weiter? Ja, direkt zu Anfang kamen sehr viele Patrons. Ich habe den im Januar oder Februar aufgemacht und das ging ratzfatz, dass irgendwie 910 da waren. Das ist jetzt nicht größer geworden, aber auf jeden Fall sehr vielen Dank für alle, die jetzt schon dabei sind oder schon mal dabei waren oder wieder dabei sind. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe das Geld jetzt gerade investiert in neue Sounds, die ich jetzt auch gerade benutze. Das hat sehr gut getan. Ja, und dann kam tatsächlich im November, glaube ich, war es, der Wechsel zu Hit Dice, weil ich gemerkt habe, YouTube versteht nicht, dass ich Musik und Talk mache, und das ist irgendwie schwierig für die. Und deswegen habe ich gesagt, auf meinem Kanal, auf D20 Sounds, gibt es jetzt nur noch Musik und solche Ankündigungen und was mit Musik zu tun hat und alles, was mit meinem psychologischen Hintergrund zu tun hat. Ich bin ja Bachelor der Psychologie und Coach und Organisationsentwickler. Alles, was ich da für Rollenspieler mache, ist jetzt bei Hit Dice oder wird jetzt bei Hit Dice sein. Die alten Videos sind natürlich noch da, und das ist auch ganz cool so. Hit Dice ist sehr schön, dadurch habe ich ein bisschen mehr Kontakt zu anderen Leuten bekommen auch, und es ist nicht mehr so einzelkämpfermäßig. Es macht Spaß, Sachen in der Gruppe zu entwickeln, und ich glaube, es kommen jetzt auch schon ein paar sehr coole Sachen noch in nächster Zeit raus, auf die ich mich sehr freue. Was ist noch wichtig? Ja, Ende dieses Jahres, ist ja gerade vorbei, kam der Community-Song raus, Come to Kaer Morhen. Und das war richtig viel Arbeit und richtig viel Spaß, und es haben richtig tolle Leute mitgemacht. Und es gab richtig viel Support aus der Community. Also Lurch und Lama hat mich ziemlich groß angekündigt. Cara Dane hat eine schöne Rezension geschrieben. Hitdice hat mich natürlich angekündigt als sozusagen Partnerkanal. Aber auch viele andere, die mit dem Thema zu tun haben, haben hier ganz schön Werbung gemacht. Und ja, erstmal vielen Dank an die Mitmusiker natürlich, die dabei waren. Und vielen Dank an diese ganzen Unterstützer. Das Ding hat sich jetzt für meinen Kanal überdurchschnittlich oft gespielt. Ich glaube, ich bin jetzt bei etwas über 450 Streams, was deutlich mehr ist als normal für meine Musik. Und ich denke natürlich darüber nach, sowas im nächsten Jahr nochmal zu machen, zumal es echt ein tolles Erlebnis war und ich tolle Leute kennengelernt habe, mit denen ich gerne wieder arbeiten möchte. Also wenn ihr da Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Was steht nächstes Jahr noch an? Der Jens Ballerstedt von Lurch und Lama wird sich mal mit mir unterhalten. Da gibt es so ein kleines Interview. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Da geht es um... Oh, ich verrate es mal noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall mit Musik zu tun haben, natürlich. Und mit Dustin sind auch schon ein paar Sachen geplant von Hit Dice, auf die ich mich sehr freue. Auch eine sehr bekloppte Aktion, und bekloppt ist ja durchaus meins. Ansonsten werde ich viel Musik schreiben. Ich habe ja meine psychologischen Inhalte etwas runtergeschraubt, damit ich mehr Musik schreiben kann. Da kommt jetzt so ungefähr einmal im Monat was von mir. Und Musik soll einfach mehr werden, weil es mir unfassbar viel Spaß macht, da zu schreiben und auch für euch zu schreiben. Und was ich auf dem Patreon aber auch so immer mache, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, wenn ihr irgendwas braucht, und
ich versuche das so schnell wie möglich anzufertigen. Manchmal geht das ratzfatz, wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann ist das in 3, 4, 5 Tagen fertig. Manchmal dauert es auch wirklich 2 Monate. Wenn ich schon viele Anfragen habe, dann müsst ihr euch etwas gedulden. Versprechungen mache ich nicht. Gerade jetzt sind noch 1, 2 Stücke offen und ich habe allerdings andere Sachen vorgezogen, weil ich so verrückte Ideen hatte, die ich unbedingt umsetzen müsste. So sind jetzt noch im Dezember noch 2 weitere Videos mit oder Audios mit Witcher-Musik, also im Witcher-Style, die noch kommen werden. Immer samstags um 20 Uhr. Ja, ich gucke gerade, was hier noch ist. Genau, das war es eigentlich schon, sehe ich. Viel Musik. Ich hoffe auf das Beste. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich habe ja auch im Laufe des Jahres und im Laufe des Jahres davor schon viel hier an den Räumlichkeiten gearbeitet, damit es gut klingt. Ich habe viel investiert in alles Mögliche an Equipment, auch hier eine vernünftige Kamera. Und ich hoffe, es gefällt euch alles, was ich mache. Lasst gerne ein Like da und denkt dran bitte, ein Kommentar ist das größte Geschenk, was ihr uns machen könnt, uns Streamern. Gewöhnt euch bitte an, wenn ihr irgendwas erhalten wollt, mehr zu kommentieren, weil YouTube automatisch dadurch die Reichweite hochsetzt und das ist für uns natürlich super. Ein großes Ereignis fällt mir gerade noch ein. Dustin hat mit Hitdice die 1000 Abonnenten geknackt und ich habe ein Video gemacht, was echt dazu beigetragen hat, mein erstes Video vor Ort und das war echt super. Dustin, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und nun, ja, Jahresende wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachten. Genießt die Zeit, wie auch immer ihr sie verbringen wollt. Seid vorsichtig mit Covid und auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im Januar wieder und ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.